raised in Portugal, moved to Australia, now lives in Austria. Eigentlich bin ich in Osttimor geboren. In Portugal aufgewachsen bei meinen Großeltern. Welcome, diva of six languages, international singing sensation Sandra Perez. Und die Musik hat angefangen in der Schule. This is a song for a very special friend of mine. Und dann habe ich einen Wettbewerb im Fernsehen gewonnen mit 15 und dann bin ich Sängerin geworden. It is real and I feel that you broke my heart's own shame and I'm willing to reveal it, say it loud. Dann hat sie als Leadsängerin unzählige Live-Auftritte gehabt und jede Menge Bühnenerfahrung gesammelt. Ein bekannter Saxophonist war schwer angetan von dir. Ja, in Australien, Errol Baddow. Es war sehr aufregend, dadurch, dass er mit Billie Holiday, Nat King Cole, Ella Fitzgerald schon gespielt hatte. Und dann durfte ich als Kleine, ich war glaube ich 16 Jahre alt, mit ihm spielen. So, das war ziemlich aufregend. Cause this is my fairy tale. This is my Prince Charming, my best friend. This is my fairy tale. And I say, well, it begins. Dann war ja ein Urlaub schuld, dass du quasi in Österreich geblieben bist und Markus Spiegler dann sofort mit einem Plattenvertrag zugeschlagen. Ja, also es ist mehr oder weniger so gewesen, aber Urlaub in Österreich, viele Konzerte und dann ja, die Entdeckung schätze ich eben von Markus Spiegler. Auch die Liebe hatte ein Wort mitzureden, dass sich Sandra in Wien so richtig daheim fühlt. Mittlerweile wurde die kleine Lea geboren. Dabei spielt das Zeitmanagement eine große Rolle. Zeitmanagement, das ist das wichtigste Wort. Also meiner Meinung nach, zumindest das erste Jahr, ist es unmöglich, Karriere und Kind gleichzeitig dieselbe Energie zu geben. Das geht nicht, weil ein Kind braucht viel Liebe, man schlaft nicht so unbedingt das, was man früher geschlafen hatte. Aber ich schätze, dass die Liebe, die man dann für das Kind empfindet, total schön ist dann für die Musik, weil es ergänzt sich. I felt so alone. Zwischenzeitlich war sie in diversen Filmen und auf mehreren Theaterbühnen zu sehen. Ja, ich habe die Zwillinge gespielt, die Hauptrolle. Ich durfte dann die gemeine Maggie und die nette Lisa spielen. Here I am. Schauspiel oder Musik, die perfekte Ergänzung? Ja, ich durfte in der Leisingen als einzige Europäerin bei vielen großen Namen, die wir sind, singen. I love you so, come stop my sign. Und es war einfach irrsinnig schön, vor tausend von Menschen, die mich gar nicht einmal gekannt haben, dann Standing Ovations zu bekommen. Folgen geht es weiter mit dem harten Arbeiten und dem Gestalten ihres neuen Programmes Seitensprung. Eine neue Musikrichtung, die World Music, ein bisschen portugiesisch, selbst komponierte Lieder. Und auch etwas ganz Besonderes, nächstes Jahr werde ich die Hauptrolle in der Volksoper singen von Sound of Music. Und das Leben geht weiter und sozusagen die Brücken des Lebens sind schön. There was only one thing.